Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr werdet gleich im Hintergrund ein bisschen mich sprechen sehen. Das muss ich einfach mit reinnehmen. Ich habe alles zu dem Video gesagt, was ich sagen wollte, und habe am Ende festgestellt, als ich zusammenschneiden wollte, dass ich vielleicht auch mein Mikrofon, mein Auna-Mic hier, was ziemlich gut ist, auch hätte anstellen sollen. Ich habe also, ich glaube, insgesamt eine halbe Stunde geredet mit mir selber. Deshalb, Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr seht das vielleicht gleich kurz im Hintergrund. Ihr werdet mich gleich nicht mehr sehen, denn wir haben heftige News. Und zwar haben Dataleaker aus den Black Ops Cold War Beta-Daten alle 21 Streaks rausgepickt und haben anscheinend eine frühe Version jetzt bekommen. Mit allen Streaks und den Punkten und was sie tun und wie sie heißen, die jetzt im Release am 13. November in Call of Duty Black Ops Cold War drin sind. Applaus dafür, Leute. Im Video eben, da werdet ihr mich nur kurz sehen, vielleicht jetzt auch schon, ich weiß nicht, wann ich es reinschneide. Sehe ich verdammt gut aus und habe das ungefähr 18 Mal betont. Ich betone es also jetzt nochmal. Lasst gerne ein Like und ein Abo da dafür, dass ich heute so gut aussah. Ich hatte vorhin einen Termin, der wichtig war. Jetzt sehe ich wieder aus wie der, den ihr kennt, mit einem Schlabber-Hubi. Ich habe ich zeige euch das einfach mal eiskalt. Ich habe eine kurze Hose an. Vielleicht könnt ihr mich noch hören. Warte. Ich habe nur eine kurze Hose an, Socken und das war's. Vielleicht habt ihr es ja mal bei Dr. Disrespect und so gesehen. Wenn die Jungs und Mädels streamen und aufnehmen, die haben meistens gar keine Hose an. Das heißt, Applaus dafür. Ich habe wenigstens eine Hose an. Ich wollte niemandem antun, dass ich hier in Boxershorts oder im Bora-Tanga durch die Gegend laufe. Aber Leute, lasst uns auf jeden Fall zum Video kommen. All die Streaks, die ich euch jetzt heute hier vorstellen werde und drüber sprechen werde, kann ich im Video so aus dem Screenshot nicht zeigen, weil Activision meinen Kanal in die Steinzeit zurückbefördern würde. Das heißt, wenn ihr die einzelnen Bilder zu diesen Sachen sehen wollt, klickt unten in der Videobeschreibung gerne auf den Link am Ende des Videos, dann könnt ihr euch das gerne so anschauen und seht auch, dass das jetzt irgendwie nicht von Nero und mir und sonst wem ausgedacht ist, sondern dass diese Sachen in dem ganz normalen Scorestreak-Menü drinne sind. Und ihr werdet sehen, wir haben relativ viele Spezialisten da und da gibt es unglaublich viel, worüber wir reden sollten. Bei 500 Punkten kriegt ihr den Sperber. Den Sperber kennen wir aus Black Ops 3, den kennen wir aus Black Ops 4. Das ist die kleinste und günstigste Streak, die wir bekommen. Das heißt, ihr braucht nicht hoffen oder denken, dass wir da jetzt 10 Schüsse bekommen. Ich vermute, wir kriegen so einen flammenden Bogen mit ein oder zwei Schuss dazu. Bei 600 Punkten, All-Time Favorite aus S&Z, sehr gut bekannt. Jeder kennt es, das RCXD-Car. In Black Ops 3 war es witzig, in Black Ops 4 war es witzig, in Modern Warfare ist es witzig. Ich glaube, es gibt kein COD, wo das nicht mit drinne war. In Suchen, Zerstören, Competitive interessant, ansonsten für den normalen Multiplayer nicht so wichtig. Bei 700 Punkten kommt etwas zurück, worauf ich mich eigentlich freue, und zwar Rüstungsplatten. Armor ist wieder da. In Call of Duty Ghosts zum Beispiel habt ihr als Unterstützungsstreak irgendwann Platten bekommen, die konntet ihr, diese Ballistikwesten waren das, die konntet ihr auf den Fußboden werfen und dann euch eine Weste übersetzen, sodass ihr mehr Schüsse ausgehalten habt und eure Teammates konnten die auch aufnehmen. Es ist jetzt nicht sicher, ob es wieder so läuft, dass eure Teammates die mit aufnehmen können oder nur ihr selber, aber für 700 Punkte günstig ist das, wenn man vielleicht im Team spielt, eine gute Möglichkeit, sein Team zu unterstützen. Bei 800 Punkten, da brauche ich nicht allzu viel sagen, die Drohne. Ganz normal, wir haben gesehen, die Drohne funktioniert mit der Minimap wieder ganz normal, das Radar funktioniert wieder ganz normal. Danke an der Stelle, Treyarch, dafür, dass wir nicht den Kram aus Modern Warfare haben. Wenn jemand schießt, Leute, selbst ohne Drohne am Himmel, könnt ihr es auf der Karte sehen. Mit Drohne seht ihr die Leute, es sei denn, sie haben Geist. Bei 900 Punkten die Konterdrohne, das Äquivalent dazu. In Modern Warfare konnten wir Drohne und Konterdrohne, warum auch immer, nicht zeitgleich ausrüsten. In diesem COD können wir es wieder und darüber bin ich mehr als nur froh. Bei 1000 Punkten kommt der nächste Spezialist zurück, der Reiniger, der Purifier. In Black Ops 3 hatten wir den Reiniger und als zweite Möglichkeit die Heatwave. In Black Ops 4 hatten wir den Reiniger, der nicht so stark war wie in Black Ops 3. Trotzdem von mir persönlich einer meiner Lieblingsspezialisten.
Bei 1000 Punkten, muss man dazu sagen, wird er nicht der stärkste Reiniger aller Zeiten sein. Das hoffe ich zumindest. Eventuell ein bisschen schwächer als in Black Ops 4. Wenn wir jetzt bei Kartell noch diese Büsche damit wegbrennen können, das hat Nero gesagt, dann wäre das die geilste Streak aller Zeiten. Und glaubt mir, Leute, ich würde nur noch über Kartell laufen und diese Büsche damit wegbrennen. Bei 1250 Punkten kriegen wir den All-Time-Favorite Nummer 1 Streak, die Vorräte. Vorräte haben wir, glaube ich, in den letzten 15 Jahren gefühlt in jedem COD gehabt. Vorräte werden, glaube ich, auch immer da bleiben. Was sie im Prinzip macht, für die, die ganz neu dabei sind, Vorräte droppen vom Himmel auf den Boden. Ihr kriegt eine zufällige Streak und könnt diese dann verwenden. Mit dem Perk Techniker könnt ihr diese Vorräte, wenn sie euch nicht gefallen, noch einmal switchen und kriegt zufällig etwas anderes. Bei 1400 Punkten kommt das Geschütz. Das Geschütz hatten wir in der Black Ops Cold War Beta bereits. Ich fand es da nicht allzu gut. Es hat zu lange gebraucht, um auf Leute zu zielen. Es hat nicht genug Schaden gemacht. Man konnte es mit einem Schlag von hinten zu einfach zerstören. Aber generell, das Geschütz ist wieder da. Bei 1500 Punkten kommt der nächste Spezialist. Und zwar die Death Machine. Oder, wie wir ihn alle auch kennen, der Scythe. Das heißt, die ausfahrbare Minigun an eurem Arm. Ich vermute, dass ihr dann so eine kleine Minigun selbst in der Hand haben werdet. 1500 Punkte ist jetzt nicht allzu viel. Wird anscheinend auch nicht die stärkste Streak, der stärkste Spezialist sein. Ist aber ein Favorite gewesen in Black Ops 3, ist ein Favorite gewesen in BO4. Und wenn man diese Sachen hier, ich bin kein großer Fan, aber generell mit reinnimmt, dann macht es auch bei Black Ops 5 oder Black Ops Cold War definitiv Sinn. Für 1750 Punkte bekommen wir die Cruise Missile. Die wird etwa so sein wie die Hellstorm, vielleicht ein bisschen mehr wie die Trinity aus Ghost. Die erste Rakete von euch wird selber gesteuert und zielt auf einen Gegner, den ihr euch schnappen wollt. Die anderen beiden Raketen von dieser Cruise Missile, die da rausbrechen, visieren automatisch Gegner an. Wie stark sie sein wird, werden wir dann sehen. Ist eine nette Streak, ist in Competitive bekannt und wirklich auch gewollt meistens. Blitzschlag ist dann sozusagen das Äquivalent dazu, haben wir in dem Fall nicht. Für 2000 Punkte gibt es die Artillerie. Die Artillerie haben wir in der Black Ops Cold War Beta bereits gehabt. War für mich in diesem Preissegment die beste Streak, die wir da hatten. Hat Spaß gemacht, man hat viele Kills damit gemacht, war also definitiv eine gute Streak. Für 2250 Punkte bekommen wir Seraph, den ich habe in Black Ops 3 irgendwann ausnahmsweise aus Versehen gesagt, der Analleiter, und bin dafür zu Tode geflamed worden. Es heißt natürlich nicht Analleiter, es heißt Annihilator. Wir haben, ihr könnt auch Handcannon sagen, auf jeden Fall 2250 Punkte Seraph mit dem Annihilator wieder zurück. Wir wissen noch nicht, wie viele Schüsse er haben wird, aber bei der Kategorie von Streaks, die jetzt kommen, gehe ich immer davon aus, dass die relativ stark sein werden. Bei 2500 Punkten kriegen wir den Napalm Strike. Kennen wir aus der Black Ops Cold War Beta bereits. Ich persönlich fand die nicht so gut. Jeder muss gucken, ob die jetzt eventuell im fertigen Game nachher besser ist. Für 3000 Punkte gibt es die Air Patrol. Air Patrol war im Prinzip eine Art fliegender EMP-Kern, der zwar euer Radar nicht zerstört hat, aber fliegende Drohnen, Konterdrohnen, Harriers, alles was in der Luft war, abgeschossen hat. Air Patrols konnten gegen andere Air Patrols antreten in der Luft. Da gab es dann so einen F-16, F-22 Raptor Fight da oben. Für 3250 Punkte kriegt ihr die Battery, die hatten wir in der Beta auch bereits, die zählt jeder Abschuss davon, ihr hattet glaube ich 15 oder 16 Schuss, jeder davon zählte zu eurer Streak am Ende dazu. Das heißt, wenn ihr auf Nuke gegangen seid oder wenn ihr noch eine höhere Killstreak wolltet, ist jeder Abschuss mit der Battery zu dieser Streak dazu gezählt worden. Für 3500 Punkte kriegt ihr den A10, den Strafe Run. Den kennt ihr aus Black Ops 4 zum Beispiel. Da gab es diese A10, die dann einmal über die Map, einmal zurück und nochmal über die Map geflogen sind und alles auf dem Weg zerstört haben. Bei 4000 Punkten gibt es den Attack Chopper, den Kampfhelikopter in dem Sinne. Ihr ruft den, er zielt automatisch auf Gegner, schießt automatisch auf die und damit ist das Thema durch. Ihr könnt währenddessen weiterspielen und müsst ihn nicht manuell kontrollieren. Bei 5000 Punkten, und bitte Leute, lasst gerne ein Like dafür da, auch wenn ich den natürlich nicht mit reingebracht habe, der HARP, High Altitude Recon Plane. Der Hater, der Blackbird, der, ich glaube, die bekannteste, meist gewollteste, geilste Streak, die wir jemals in CODs hatten. Ich liebe den Hater. Wenn man sich den erspielt und damit einfach Gegner auf der Karte sieht, dann
fühlt sich das an, als wenn man übermächtig wäre. Man hat sich den in der Regel verdient. Mit dem neuen Score-Streak-System muss man dazu sagen, ist das Ganze ein bisschen anders. Man kriegt ja automatisch keine Zurückstufung von den Punkten. Wenn ich 3000 Punkte habe und dann sterbe auf einer Streak, dann kann ich einfach weitermachen und die Punkte addieren sich. Ich hoffe deshalb insgeheim, dass es nicht so ist, dass die Leute am Ende der Runde alle plötzlich einen Hater haben und das Score-Streak-System da nochmal überarbeitet wird. Bei 6000 Punkten bekommen wir den Chopper Gunner. Den hatten wir in der Beta bereits, war richtig mächtig, konnte aber auch relativ schnell runtergeschossen werden. Da werden sie noch ein bisschen feinjustieren, dass man für die Punkte, die man verdient, am Ende auch verdientermaßen die Sachen in der Luft nutzen kann und nicht nach 3 Sekunden runterknallen. Bei 8000 Punkten bekommen wir den VTOL Escort Jet. Wir können uns selbst in einen Harrier setzen und dann aus der Luft auf die Map schießen, Gegner, Autos, Flugzeuge töten. Finde ich sehr, sehr cool, dass wir den VTOL wieder haben in Modern Warfare, eine der beliebtesten Streaks. 8000 Punkte, Leute, muss man aber eben auch allererst mal verdienen, bevor man davon ausgehen kann, dass man die jetzt andauernd hat. Selbst 8000 Punkte, ohne dass die Punkte zurückgehen automatisch, wird nicht so einfach sein. Und die letzte Streak, die 21. womit wir schon bei 6 mehr wären als im gesamten Black Ops 4 Game, wird bei 10.000 Punkten das Gunship sein. AC 130, 130, AC 130, ihr kennt dieses riesige, fliegende Ungeheuer. Ihr werdet wahrscheinlich wieder 2 oder 3 Waffensysteme haben, mit denen ihr auf den Boden schießen könnt. Das werden wieder diese großkalibrigen Maschinengewehre sein, das werden diese Granaten sein, vielleicht kleine Raketen. Es gibt in jedem COD diese Ultra Master Streak. In Modern Warfare kann man durchaus sagen, dass das der Juggernaut war. Hier ist es das Gunship wieder. 10.000 Punkte ist eine Menge Schotter, die ihr erstmal spielen müsst. Ich glaube also nicht, dass ihr das automatisch am Ende der Runde bekommt, und zwar in jeder Runde. Aber es wird von den kleineren Streaks definitiv Sachen geben, die euch irgendwann mal nerven werden, weil die Leute es automatisch bekommen. Und gerade diese Sachen, die in Black Ops 4 nervig waren, weil man den Spezialisten bekommen hat, ohne aktiv am Spiel teilzunehmen, weil er sich aufgeladen hat. Fast so sehr ist das mit dem neuen Score-Streak-System dieses Mal. Die Leute werden die Score-Streaks natürlich automatisch irgendwie bekommen mit der Zeit, wenn sie ein paar Kills machen. Und ich hoffe, dass Treyarch da an diesem ganzen System noch so arbeitet, dass das ordentlich gebalanced ist und in einem ordentlichen Modus läuft. Aber Leute, wenn ihr gerne diese einzelnen Bilder zu den Streaks sehen wollt, klickt unten gerne in die Videobeschreibung. Das ist von irgendjemandem dort hochgeladen worden, weil er auch keinen Bock hatte, gecopyright gestrikt zu werden. Ich hoffe, euch hat das Video Infos gegeben, die ihr so noch nicht hattet. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus, haut rein.